Deutschland. Ja. Gehirnwäsche Land. Gehirnwäsche Land Deutschland. Bist du Deutscher? Hast du dir das Gehirn gewaschen? Richtig sauber gewaschen? Dein deutsches Gehirn gewaschen? So schlecht. Ich liebe mich selbst. Ich liebe mich selbst. Nein, das kann ich mir nicht glauben. Ich liebe mich doch nicht. Du hast kein Gehirn? Ich hasse mich selbst. Wie willst du das wissen? Von wo willst du das wissen? Ja, insofern habe ich kein Gehirn, weil ich nicht der Besitzer von einem Gehirn bin. Das Interessante daran, dass ich an dem Hassen, selber nicht sehen kann. Ich hasse mich selbst. Ist, würde es mir operativ entfernt werden? Die Aufschlüsselung. Aufschlüsseln. Lass es uns doch mal aufschlüsseln. Hast du schon mal gewaschen, dein Gehirn? Mit einem Decoder. Gehirn gewaschen? Ich? Hirnwäsche. Ja, was ist denn Hirnwäsche? Ja, das ist doch eigentlich, das ist nicht die eigentliche Wäsche mit einem Waschmittel oder Wasser jeder, von dem Gehirn, der sehr ehemalig, der flüssig sinnlich erfahrbar ist und sich sprachlich oder gestisch ausdrücken kann und schon mal etwas von einem Ich gehört hat. Der hat damit Ideen und Gedanken Identifizierung, und denen du dann behaupten kannst, das sind nicht meine Gedanken, das wollte ich ja gar nicht tun, so wollte ich ja mein Leben gar nicht leben, so informeller Verkürzungsstrang. Eigentlich glaube ich das ja gar nicht, das habe ich dann ja ich gelernt. Hasse. Das Wort Hasse kommt von Hassen. Hassen kommt von Hass. Habe ich ja gesagt. Oder die Hast. Aber Hasten. Das ist schon gewaschen worden. Das Gehirn, das ich nicht habe, das hat auch eine Gehirnwäsche unterzogen bekommen. Und? Es ist nicht sauber geworden durch die Gehirnwäsche, sondern wieder verschmutzt. Mich? Ach, haben wir schon wieder ein Ich mit einem M vorne dran. Mich? Der mein Gedanke. Die Idee, etwas besitzen zu können, das du nicht hast, jetzt wieder besitzen zu können, etwas zu haben. Du, so etwas? Keine Ahnung. Ich habe kein Gehirn, geht mich das an, was mein Gehirn denkt, das ist ja eh nicht mir gehört. Mein Haus, meine Sorgen, meine Ängste, meine Wünsche, meine Pflichten. Okay, mich. Da ist auch wieder ein ganz eigenartiger Verknüpfungsstrang von Informationen dran. Denkt sich den Denker. Jetzt wirbelt und dieses Mich-Gefühl. Du. Wieso sollte ich das wissen müssen? Also, ein Informationsstrang passt den anderen Informationsstrang. Also, weil er sich nicht mit ihm eins fühlt. Ich hasse mich, wenn ich mich nicht mit mir... Nein, Quatsch. Ich hasse mich, da ich nicht übereinstimme mit dem Bild, was ich von mir habe. Das hält sich gut an. Ich bin Deutschland. Ich wasche dir das Ich stimme nicht überein solange mit dem Bild, was ich habe. Das ist total dreckig. Vorher mit absurden Gedanken. Bloß, wer bin ich, der nicht mit mir, mit dem Bild... Bin ich kein Bild? Ich habe ein Bild von mir, aber ich bin kein Bild. Wie ist das zu verstehen? Ich muss es jetzt mal wirken lassen. Halleluja! Lass es wirken! So, in dem möge es so sein, wie es sich besitzen kann, oder lieber nicht? Zwar in der Schädeldecke zu sitzen scheint, hier wackelt es hin und her. So ein schönes Gehirn. Das kann ich gewaschen. Es badet die eigene Flüssigkeit. Schwabbel.